Schleswig-Holsteins Küsten sind das Gesicht des echten Nordens. Sie prägen das Leben vieler Menschen bei uns. In den Küstenschutz investiert das Land deshalb 33 Millionen Euro aus dem Impulsprogramm. Finanzministerin Monika Heinold informiert sich an der Westküste über zwei aktuelle Projekte. Ich muss als Finanzministerin immer wieder in der Praxis sehen, was läuft gut, wo gibt es Nachbesserungsbedarf, was ist auch schon geschafft. Ich muss die Dinge anfassen, spüren, sehen, weil ich ja auch immer mit meinen Kollegen im Kabinett entscheide, wo geht der Euro genau hin. Und dafür sammle ich die Erfahrung vor Ort ein. In Dagebüll erfordert der steigende Meeresspiegel die Erhöhung des Deiches um 30 cm. Er bekommt außerdem eine breitere Krone und könnte so mit wenig Aufwand noch weiter erhöht werden. Auf Nordstrand ist seit kurzem der Schlepper Hoge für den Küstenschutz im Einsatz. Kapitän Baudewig erläutert der Ministerin die Einsatzmöglichkeiten des Schiffes, auf dem auch Daten zum Klimawandel erfasst werden. Allesseitig, das ist ja alles auf neuesten Stand, so denn nicht von der heutigen Technik. Das Schiff soll ja auch ein paar Jahre halten. Küstenschutz ist ein wichtiger Teil des Impulsprogramms. Damit investiert Schleswig-Holstein insgesamt über 3 Milliarden Euro in seine Infrastruktur.